gerät ins Schwärmen. Ja, die Stärken sind klar bei den Portugiesen. Die haben hervorragende Beizogenspiele in der Reihe, wie ein Madjer, ein Alan, auch der Belchior, Hernani. Das sind einfach die Stammvier, die wirklich den Unterschied machen. Madjer, die Nummer 7, ist der Schlüsselspieler der Portugiesen. Und er weiß um die Stärken der Schweiz. Ich denke, dass das Schweizer Team sehr gut arbeitet. Sie verbessern sich jedes Jahr und haben einige Weltklasse-Spieler in ihren Reihen. Das Publikum ist da. Das Duell kann beginnen. Auch die Finalistinnen der Miss Bikini-Schweiz-Wahl feuern die Nazi an. Ganz wichtig, konzentriert gegen den Portugiesen Maschine. Es wird eine super Sache, es wird voll sein. Wir haben alle unsere Verwandten und wir wollen Gas geben. Wir wollen zeigen, was wir können. Ihr deckt den Matcher ab. Der Matcher pariert keinen Ball. Klar, Matcher abgemeldet. Ich will den nicht sehen heute. Gehen wir, hauen wir sie weg. Spaß, aber geben Gas! Schaut mal das Publikum an, das hier ist für euch. Hey Jungs! Das ist der Hammer, Herr! Schießt das richtig! Die Schweizer spielen stark, doch ein Torerfolg bleibt aus. Und plötzlich nutzen die Portugiesen kaltblütig ihre erste Chance und gehen 1:0 in Führung. Ruhig spielen, ruhig! Ruhig! Da war, hau da an, hau einen auf die Kiste! Nimm ihn auf die Kiste! Sehr gut. Sehr gut gesehen, Mo, super Leute. Es ist ein sehr guter Match für uns. Wir spielen es nicht schlecht, aber Herren, es ist wichtig, dass wir, wenn wir defensiv sind, konzentriert sind. Wir sind gut, wir sind sehr gut, Herren. Wir sind überzeugend. So, kommen wir raus, kommen! Die Schweizer sind weiter am Drücker, doch sie treffen nur den Pfosten. Dann entscheidet der Schiedsrichter auf Penalty gegen Portugal. Dejan Stankovic nimmt Anlauf. Und er trifft nicht. Die Portugiesen dagegen nutzen weiterhin konsequent ihre wenigen Gelegenheiten und gehen im zweiten Drittel mit 2:0 in Führung. Doch heute ist das Glück definitiv nicht auf der Seite der Schweizer. 5:1 gewinnen die Portugiesen, letztendlich viel zu hoch. Als Dank für den tollen Event in der Schweiz schenkt der portugiesische Superstar Madjer sein Leibchen Angelo Chirinzi. Nach dem abschließenden Gruppenfoto mit allen Teams blicken die Schweizer beim Essen nochmals auf das Spiel zurück. Ich meine, Portugiesen, die spielen nicht ein System, wo einer vorne steht. Es geht nicht. Aber wenn wir das lernen jetzt, halt, wenn wir das begreifen, wenn wir es im Training probieren umzusetzen, dann kommt es gut. Phasenweise sehr gut umzusetzen, dann haben wir sehr stark gespielt. Was das Spiel betrifft, das ist halt so. Wir sind eine junge Mannschaft. Wir sind. Welche Sachen lernst du daraus? Wir machen aus 5 Chancen machen wir kein Goal und sie machen aus 1 Chance machen sie das Goal. Und ja, eine Niederlage ist eine Niederlage. Ich meine, ob jetzt das ein Freundschaftsspiel ist oder ob es ein Spiel, wo es um etwas geht, eine Niederlage tut weh. Das ist halt der verdammte Sport, einmal gewinnen und einmal verlieren. Das ist jetzt auch ein Einfluss. Und die Gelegenheit, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, kommt bald. Am Europa-League-Turnier in Lignano, Italien, gegen Top-Teams wie Spanien und Italien. Fiebern Sie mit am nächsten Dienstag, 21. Oktober, um 18 Uhr auf Pro 7. Yeah!
Moneybank, M&M's und EA Sports offerieren den exklusiven Beach-Soccer-Wettbewerb. Gewinne ein Wochenende zusammen mit der Schweizer Beach-Soccer-Nazi und blicke hinter die Kulissen eines Top-Events. Sende eine SMS mit dem Kennwort EasyWinNazi an 9292.